Ich würde mal, schätzen, dass Steve sein neues Spielzeug gefunden hat. Ein Bild für Götter. Julian, ich sehe vier Räder, ich sehe irgendwas, was so aussieht wie ein Fahrradantrieb und ein Lenker. Jetzt bist du dran. Erzähl uns mal ein bisschen was bitte über das No-Car, über die Idee. Und vielleicht fangen wir erstmal so an, dass du dich erstmal kurz vorstellst. Also ich bin Julian Goretzki und ich arbeite mit an dem Projekt No-Car im Team mit Adrian Hase und Paul Piekser. Wir sind das Design-Team für das Ganze. Und dahinter steht eigentlich das Motion Lab selbst, beziehungsweise einer der Gründer des Motion Labs, der das Projekt No-Car ins Leben rufen möchte. Und hierbei handelt es sich eigentlich nicht um das spätere No-Car. Es ist also hier wirklich ein sehr, sehr früher Prototyp eines vierrädrigen Fahrzeugs, der auf Mallorca entstanden ist und Anfang des Jahres hierher importiert wurde. Aufbaumäßig hinten haben wir zwei Nahmotoren von einem Fahrrad. Vorne tritt man in den Generator, das heißt die Verbindung zu den Hinterrädern ist nicht über eine Kette oder eine Kardanwelle. Und das soll zukünftig einmal ein wettergeschütztes Fahrrad zu einem verträglichen Preis sein oder vielleicht sogar das günstigste am Markt, was man bekommen kann in der Preisklasse. Und natürlich für neue Mobilität zeigen, dass es Spaß macht, dass es familiengerecht ist, dass ich damit den Alltag leben kann, dass ich damit am Strand fahren kann, dass ich damit in der Stadt fahren kann und dass es eigentlich nichts kaputt machen kann. Zum Design können wir an sich nicht mehr verraten als das, was wir eben gesagt haben. Das wird zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt. Wir haben alles versucht, wir haben keinen Erfolg gehabt. Auch mit Quälen kommt nichts aus uns raus. Und wie gesagt, deswegen können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur diesen relativ einfach gestalteten Aufbau zeigen. Aber der sollte schon überzeugen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es einmal bedeuten kann, ein No-Car zu fahren. No-Car erinnert mich so ein bisschen an, also ich will es jetzt nicht aussprechen als No-Car, aber vier Räder erinnert mich an ein Auto und der Antritt an ein Fahrrad. Ist es so der Anspruch, so ein Zwischending zu bauen, konstruieren zwischen, weil du gesagt hast, wettergeschützt zwischen Auto. Das ist ja das, was viele vielleicht vom Fahrradfahren noch ein bisschen abhält. Es regnet oder ich habe viel zu transportieren oder es ist Schnee. Setz mich dann doch lieber ins Auto. Und wenn wir über Verkehrswende sprechen, dann sprechen wir ja auch über ganz neue Formen der Mobilität. Also ist es die Idee, ist es aus dieser Idee entstanden, sowas, so ein Twitter zu bilden, der Komfort von einem Auto, aber die Fortbewegung eher wie ein Fahrrad? Oder ist es reiner Zufall, dass es No-Car heißt? Also No-Car kann man vielleicht so auslegen, dass es auf jeden Fall irgendwie eine Verbindung zum Auto haben kann, beziehungsweise ein Auto zum Teil vielleicht sogar ersetzen kann. Aber der Anspruch liegt nicht darauf, ein Auto pedalbetrieben zu machen. Okay. Sondern du kannst hiermit nochmal ganz andere Dinge tun als mit dem Auto. Ich finde, wenn wir die Verbindung direkt zum Automobil herstellen würden, würde es so aussehen, dass man einfach sagt, okay, kannst auf der Straße fahren, vielleicht sogar auf dem Radweg, aber prinzipiell ist es nichts groß anderes als ein Auto. Aber was wir hiermit haben, sind zum einen die Vorteile, die du komplett hast, wenn du ein Fahrrad hast oder wenn du ein E-Bike fährst oder ein Pedelec. Du musst keine Versicherung abschließen, weil es bis 25 km/h Pedal unterstützt ist. Du darfst auf Radwegen fahren, du darfst auf Waldwegen fahren, also du darfst überall fahren, wo du mit dem Fahrrad fahren kannst. Durch die spätere Spurweite oder beziehungsweise Gesamtbreite von 90 cm kannst du an Stellen kommen, wo du mit dem Auto nicht hinkommst. Ich kann mich aber kurz hier so, wenn ich mich mal hier so hinstelle, dann sieht man eigentlich so zwei Personen breit. Genau. Das ist so die Idee, ne? Das ist die Idee und das ist auch mal nochmal wichtig zu kommunizieren, weil ich finde, das Fahrgestell hier macht auf den ersten Blick den Eindruck, als ob es relativ groß und breit ist. Aber wie gesagt, um auf die Breite von 90 cm zu kommen, ist es hier, glaube ich, 2-3 cm pro Seite, die schmaler werden müsste. Und das heißt, wir sprechen von der Breite von einem normalen Lastenrad. Also wenn man sich überlegt, 50 bis 60 cm ist ja die Lenkerbreite von vielen Fahrrädern. Und da ist nicht mehr viel. Und dann sind wir schon beim No-Car. Und die Idee dabei ist halt, dass du, wie du schon angesprochen hast, eigentlich ein ganzjährig fahrbares Fahrrad hast, was vielleicht auch nochmal eine Zielgruppe erreicht, die aktuell vielleicht nicht Fahrrad fährt. Okay. Ja, die Fertigung. Aktuell ist es so, dass halt über die Firma Urban Drive Style, die hier auch manchmal erscheint, dass die halt schon ein gutes Netzwerk hat von Leuten, die verlässlich produzieren können. Du hast jetzt gesagt, der Antrieb. Kommen wir mal auf den Antrieb kurz zu sprechen. Das ist ja auch etwas, was für uns immer spannend ist. Also Elektroantrieb ist eingebaut, wie bei einem Pedelec. Du hast gesagt, hinten zwei Radnabenmotoren. Vorne ist ein Generator. Erzeuge ich mir hier den Strom oder was wird hier in dem Generator erzeugt? Also aktuell, wie gesagt, das handelt sich um einen Testaufbau. Und da geht es vor allem darum, das Fahrgefühl zu simulieren, beziehungsweise das gesamte Setting, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie es sich einmal fahren wird. Das heißt, niedrigen Schwerpunkt, wie man um die Kurve kommt,
wie das Bremsverhalten dann ist. Solche Sachen sollten hier dran überprüft werden und in den Antrieb kommt auf jeden Fall noch ein gewisses Engineering rein. Mhm. Das Grundsetting steht schon und das heißt, da sind jetzt demnächst ingenieurstechnisch nochmal Anpassungen vorzunehmen. Und das ist der aktuelle Stand des Ganzen. Und an sich ist es gedacht, dass durchs Treten mit dem Generator auch Strom erzeugt wird. Okay. Julian, wir haben vorhin schon mal gesagt, in diesen Rohren sind aber jetzt auch schon Akkus verbaut. Ja. Okay. Das sind jetzt, wie gesagt, auch erstmal nur Testakkus, die noch aus einem Fahrradaufbau sind. Und zukünftig kommt es darauf an, welche Art von Akku ja dann auch am besten ins Konzept passt. Ob das sich beispielsweise um einen Wechselakku handelt, wie bei dem Greenpack, oder ob das andere E-Bike-Akkus sind. Das im finalen Design wird auf jeden Fall, werden die Akkus auch nicht mehr auf die Art und Weise, wie sie jetzt sind, verbaut werden, sondern leichter zugänglich, eher in den Seitenbereich verlagert. Mhm. Und das heißt, das ist, wie gesagt, wirklich ein reiner Testaufbau. Okay. Wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, du hast es uns ja auch gesagt, vielleicht sogar die Möglichkeit, die Akkus rausnehmen zu können, um sie in der Wohnung oder wo auch immer aufladen zu können. Okay. Gibt es irgendwie schon Ideen, welche Reichweite das hat oder wie oft ich das laden muss? Also dazu können wir aktuell noch keine Aussage treffen. Das ist, wie gesagt, das Ingenieursteam, was dahinter steht. Die arbeiten gerade daran. Das heißt, wir können eigentlich nur zum grundlegenden Aufbau Auskunft geben und zum Design dürfen wir es aktuell nicht. Wir haben es ja versucht. Ja, aber wie gesagt, das Warten wird sich lohnen. Da wird, wenn es umgesetzt wird, was sehr, sehr Spannendes rauskommen, was auf jeden Fall den Markt dieser vierrädrigen Fahrräder nochmal neu aufmischen wird. Ja. Wird es denn, oder kannst du irgendwas schon sagen, man sieht ja da hinten eine relativ große, freie Fläche, sage ich mal. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da später so eine Art, wie soll ich sagen, Kofferraum, das ist zu sehr Auto gedacht, aber Transportbox, Platz für Gepäck und so weiter. Also wir nennen es jetzt erstmal, ich würde sagen, das Wort Box, da kriegt man direkte Assoziation, als ob hier eine Box drauf ist. Ja. Aber es ist ausdrücklich nicht im Bereich Cargo positioniert. Ja. Okay. Also vielleicht ist es mit dafür verwendbar, aber primär dient es jetzt dem Transport von zwei Personen oder von Fahrer plus Kindern oder von Fahrer plus ein gewisses Gepäck. Und das heißt, hier hinten ist auf jeden Fall angedacht, dass eine Transportfläche für Gepäck, für Ausflug, für Kinder etc. sein wird, die halt multifunktional ist. Und auch der Rahmen, der jetzt gerade hier oben verläuft, der soll final dann natürlich auch runterkommen. Das ist, wie gesagt, alles noch dem prototypischen Aufbau geschuldet. Okay, das heißt also, euer Projekt wächst sozusagen am Prototyp. Die Ideen kommen dazu, kommen da raus. Das eine entspringt aus dem anderen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was ist so die Idee, die Hauptzielgruppe für dieses Gefährt, wie es dann später auch aussieht? Bei der Hauptzielgruppe, da sind wir an dem Punkt, dass wir auch genauso fragen könnten, was ist denn die Hauptzielgruppe von einem Moped oder was ist die Hauptzielgruppe von einem Auto? Wir reden hier aktuell von einer wirklich neuen Fahrzeugklasse, die es so aktuell noch überhaupt nicht gab. Okay. Und zum einen ist ein Teil der Zielgruppe sind mit Sicherheit jetzige Lastenradkäufer und Käuferinnen, die das also wie drin beispielsweise steht ja eine Auswahl, die das Lastenrad dafür nutzen, die Kinder zur Schule zu bringen. Mhm. Oder vielleicht das Lastenrad nutzen, um einkaufen zu fahren. Das heißt, das wären prinzipiell schon mal Leute, die jetzt bereits schon in der Zielgruppe wären. Ansonsten ist die Zielgruppe eigentlich erstmal so breit und divers, dass das was sein wird, was wir erst rausfinden können, wenn der Prototyp zum einen dasteht, getestet werden kann und man Feedback von unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern bekommt und letztendlich, wenn das Ding zu einem fixen Preis am Markt verfügbar ist. Das ist was, wozu sonst aktuell noch keine weiteren Aussagen getroffen werden können, weil auch die Nutzerforschung, die ist bisher noch nicht erfolgt, beziehungsweise wird erst in den nächsten Wochen eingeleitet und da werden wir dann auf jeden Fall schon mal Feedback bekommen, auch von Händlerinnen und Händlern, wie der Markt sich für sowas strukturieren könnte. Aber grundsätzlich ist die Idee erstmal davon ausgegangen, dass man ein gutes Produkt am Markt bringen möchte. Vier Räder, wettergeschützt und in Anführungsstrichen unzerstörbar und leicht reparierbar. Das sind eigentlich so die Dinge, die erstmal den ganzen Entwicklungsprozess hier angetrieben haben. Okay. Und natürlich auf Basis des Fahrgestells von Urban Drive Style. Cool, dann würde ich einfach sagen, danke Julian, erstmal bis dahin. Gerne, und jetzt können wir mal eine Testfahrt machen. So machen wir das. Und ich glaube, der ideale Testfahrer dafür ist Steve. Steve, du darfst jetzt fahren. Ja, so, ich habe fahren gehört. Das ist doch genau mein Gefährt, oder? Passt leicht ideal zu dir. Vielleicht adipöse, schön, gemütlich Fahrrad fahren. So, ich treibe quasi das Ding an. Ah, okay. Das sieht doch lässig. So, einmal um die Gebäude rum, oder wie? Ja, sei vorsichtig mit LKWs. Also, ja.
Aber die Idee von dem Ganzen ist, also da haben wir als Designteam kräftig dran gearbeitet, dass dem Ding zu einem Preis von einem normalen Lastenrad Dinge tun kannst, die du sonst mit keinem anderen Lastenrad, was hier auf dem deutschen Markt erhältlich ist, mit vier Rädern tun kannst. Und das heißt, wir nehmen auch gerade auf das, was du sagtest, Steve, Rücksicht, dass halt die Kinder eben nicht immer im Sitz sitzen, dass es halt auch so benutzt werden kann oder es die Nutzung, die eigentlich nicht vorgesehen ist, im besten Falle auch zulässt. Ups, aber wenn ich damit meine Kurze von der Schule abhole, bin ich auf jeden Fall der coolste Dad. Wollte ich gerade sagen. Da geht nichts mehr drüber. Hier hinten so ein Babybomber drin. Und dann fährst du einer Kita vor, das Tag. Einmal die da hinten. Sag mal was. Ja, also lustig. Auf jeden Fall ein lustiges Feeling. Also du sitzt, du strampelst und auch um die Kurven herum kommt da gut. Es ist ein bisschen so eine leichte Verzögerung drin zwischen Treten und bis er dann loslegt. Und denkst du trittst dann schneller und denkst dann so, hä? Und dann auf einmal, puh. Ja, war so ein bisschen beim E-Rocket auch, ja. So eine leichte Verzögerung zwischen dem ja. Signal, den du sozusagen, was du produzierst und. Ja, aber es macht auf jeden Fall Laune. Wenn ich mir jetzt vorstelle, hier ist wetterfest und hier hinten ist vielleicht noch ein, zwei Sitze oder sowas für ein Kind und ich habe vorne Sachen zum Verstauen und hinten vielleicht noch Sachen zum Verstauen. Also hätte ich dann, wenn ich das so überblicke, definitiv mehr Platz als im Smart, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das echt ein cooles Ding. Weil das ist es ja eben, was mich gerade noch so ein bisschen vom Fahrrad abhält, dass ich sage, eben der Wetterschutz. Ne? Und dass du halt im Winter und sowas alles auch immer dieser Ausrutschgefahr ausgeliefert bist. Und ich meine, das ist ein Prototyp, Leute, ne? Aber du bist auf vier Rädern, du kannst zumindest nicht umkippen. Ich drehe noch eine Runde. Ja, Julian, Steve ist ja gefahren, der wollte sich das Ding schon einpacken lassen, hat ja. Sprüht schon vor Ideen. Also ich glaube, wenn ihr noch einen Design-Chief braucht für euer Design-Center, weil er hat ein Angebot von Tesla, dann solltet ihr ihn mal ansprechen, ob er nicht zu euch kommen will. Aber ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch noch jede Menge Ideen. Julian, vielen Dank, dass wir da sein konnten bei euch, dass du uns diese super frühe Idee vom Noka mal vorgestellt hast. Danken wir auch noch dem Noka-Team, weil die haben es erst möglich gemacht, dass wir es jetzt heute zeigen konnten. Genau, und ich wollte auch jetzt noch sagen, wie ist denn das jetzt, Julian? Wenn jetzt einer von euch das Video sieht und sagt, ich habe geile Ideen, ich habe 1 Million übrig, ich will mich irgendwie einbringen. Gibt es eine Möglichkeit, dass sich Leute bei euch in das Team einbringen? Also ich würde sagen, am besten dann beim Motion Lab melden unter dem Stichwort Noka. Dann werdet ihr da mehr erfahren und auch gerne Feedback geben, was ihr von der Idee haltet, wo ihr die Schwachstellen seht, wo ja. ihr die Vorteile seht, wie ihr die Use Cases beschreiben würdet. Das sind auf jeden Fall Dinge, die jetzt aufgrund der neuen Fahrzeugklasse auf jeden Fall Raum für Assoziationen geben, die wir uns auch gerne anhören und auch gerne nochmal später, je nachdem, wo sich der Schwerpunkt dann ausbilden, auch gestalterisch aufgreifen. Super. Also dann denke ich, im Rahmen der Energiewende, der Verkehrswende, ist das ein toller Baustein dabei. Wir drücken euch die Daumen und das Angebot ist klar, wenn es bei euch was Neues gibt, dann sind wir wieder hier. Wieder, auf jeden Fall. Alles klar. In dem Sinne sagen Julian und Julian, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, denkt bitte daran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr so eine Videos immer seht, auch den Alarmknopf zu klicken, damit ihr immer dabei seid, wenn es von uns auch mal zwischendurch Live-Sendungen gibt, neue Videos und so weiter. In dem Sinne, Julian und Julian sagen Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis nächstes Mal, kann ich glaube ich sagen hier. Tschüss, oder? Vom Notion Lab. Absolut, ja. Ciao, ciao.